Oh, guck mal, und er fliegt mit seinen Flügelchen, die viel zu klein sind, eigentlich in die Luft und betäubt alle. Scheint so ein klassischer Move manchmal zu sein. Drei nochmal dazu. Hallo, Mensch im Internet, liebe Zuschauer und Freunde. Es geht weiter bei OddSparks. Das letzte Mal haben wir ein bisschen automatisiert freigeschaltet und so weiter. Aber um die nächste Aufgabe wirklich zu erfüllen, brauchen wir also einen Maitröter-Panzer. Und das bedeutet, ich muss jetzt einen Maitröter finden. Wie es immer das sei, am Waldrand. Vielleicht finden wir auch einen Kadaver. Dann lasst uns mal ein bisschen suchen. Wir haben hier unsere Sparks, die uns helfen können. Und da geht es jetzt auf Erkundungstour, um Maitrötis zu finden. Denn Maitröti sind sehr schmöditröti. Oh, was ist das? Hirschschrecke. Vor denen sollte ich mich, glaube ich, fernhalten. Hieß es. Ja, hier sind wieder Kadaver. Lass uns mal kurz die Kadaver abbauen. Die müssen hier nicht rumliegen. Ja, macht ihr gut, Sparkies. Immer schön die Dinge anfassen, die ich nicht anfassen möchte. Schauen. Ah, wartet mal, guck mal. Das sieht mir nach irgendwas Neuem aus. Untersuchen. Die antike Ruine fängt durch deine Berührung an zu leuchten und die Schnitzereien auf dem Stein beginnen sich zu verändern. Beginn des Tests als Versucherzeugung eines Artis-Sparks. Verbindung nicht verfügbar, Test fehlgeschlagen. Die Verbindung wieder herzustellen wird folgende Funktion benötigt. Maschinenreichweite 3. Okay, was steht denn hier? Nehmt dir Zeit, alles ein bisschen übersichtlich zu gestalten, zu verschönern. Eine Spritze Farbe hier und da sorgt für Abwechslung. Aha. Wo, das ist ein Maitröter. Wir müssen ihn töten. Können meine Sparks das? Schaffen meine Sparks das? Die Spannung steigt während die Sparks. Und sie klopfen den Maitröter. Schaut mal, wie sie ihn klopfen. Die Augen leuchten sehr aggressiv. Wartet mal kurz. Ich brauch frische Sparks. Ich muss mehr Sparks. Mehr, nimm das, Maitröter. Spüre die Rache meiner Sparkies. Spüre die Sparkrache. Ja, juhu. Dann haben sie Maitröter erledigt. Und meine Sparks sind im Kampfrausch. Deshalb haben sie hier auch noch mal ein bisschen irgendwelche Kreaturen erledigt. Ey, komm zurück. Oh, die sollte ich doch nicht angreifen. Weg, 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 weg. Ah, das ist, wenn man zu motiviert ist. So, jetzt mal kurz wieder meine Sparks abfüllen. Das hat es schon ein paar Sparkies gekostet, diesen Maitröter zu erledigen. Aber jetzt weiß ich, dass ich hier einen Maitröter finde. Das ist schon mal gut. Sag mal, wo auf der Karte sind wir denn? Hier, in dem Bereich müssen wir uns merken, da gibt es Maitröter. Sehr schön mit den Maitrötis. Schauen wir mal ein bisschen weiter uns um. Noch mehr Ruinen. So, hier nochmal. Und dann sammeln. Oh, ganz viele Kisten. Die müssen wir gleich alle plündern. Ich sollte doch auch irgendwelche Dinger töten, meine ich. Für den anderen Typen da. 2, 3. 2, 3. Das kann man auch gleich erledigen. Aber erstmal alles plündern. Plündern, was zu plündern geht. Muss mal kurz. Hey, ich habe das vergessen. So, Sparkkämpfe. Okay, habe ich auch schon erledigt. Gut. So, aber ich brauche glaube noch mal einen Maitröter, weil ich muss doch zwei von diesen hier bauen. So.
Speichern wir das mal. Guck mal, das sieht anders aus. Ob das ein neues Biom oder so ist? Antike Truhe. Aber die kann ich nicht öffnen, oder? Eine blockierte antike Truhe. Okay. Ja, das sieht doch irgendwie neu aus. Bewegen wir uns hier mal ein bisschen am Rand entlang. Guck mal da oben. Geborgener Korallenschlot. Gebogener, nicht geborgener. Sehr gut, sehr gut. Aber ich suche eigentlich Maitröter. Das heißt, ich werde jetzt das Biom hier nicht verlassen, um in das nächste Biom. Was haben wir hier? Blockierter Korallenschlot. Was hier? Nee. Hier unten. Aber nochmal ein paar Leichname, die wir aufräumen müssen. Die Leichname, immer schön die Leichname wegmachen, damit die Ra keine Krankheiten hier im Wald verbreiten. So. Es geht ja ein bisschen so ringsrum, dieser Blumen, also sollen Gebirge darstellen. Sehr motiviert bist du heute. Hast du gut gemacht. Motivation nicht ausbremsen, die Devise. Na, guck mal, das sieht auch wieder nach Waldrand aus. Vielleicht finden wir nochmal einen Maitröter. Nochmal einen, sehr gut. Attacke auf die Maitröte! Oh, guck mal, und er fliegt mit seinen Flügelchen, die viel zu klein sind, eigentlich in die Luft und betäubt alle. Scheint so ein klassischer Move manchmal zu sein. Nochmal dazu. Ich habe vorher gemeint, ich habe ja so viele Sparks. Ja, das wird eng. Kommt schon, meine Sparks, erledigt ihn, ihr schafft das, ich feuere euch an. Und nur noch ein bisschen. Hey, lasst euch nicht betäuben. Was soll denn das? Ja, erledigt. So, wieder ein Might oder weniger. Und meine Sparks sind mal wieder im Kampfrauschmodus. So. Ja gut, jetzt haben wir auch eine ganze Menge von diesen ätherischen Scherben bekommen. Durch die Aktion. Und jetzt schauen wir mal. Wo bauen wir denn unsere größere Forstdingens hin? Ich glaube, wir machen das mal hier, oder? Hier bauen wir die größere Produktionslinie. Aber ich will noch ein bisschen den Nebel aufdecken, noch wenn ich nicht mehr viele Sparks habe. Da sollten ja inzwischen ein paar produziert sein. Das war der Crafty Spark Schrein. Den kenne ich schon. Ach, guck mal, da ist nochmal ein Spark Schrein. Was haben wir denn hier? Genau wie die anderen erwacht der Schrein zum Leben und überprüft, ob alles noch funktioniert. Und wie erwartet, spuckt er ein neues, seltsames Wesen in der Arme, der Schrein registriert zu haben, dass der Carry Spike als Teil des Tests sofort aktiviert wurde. Der Charisbug bäumt sich auf seine Hinterbeine, ist bereit, die Anweisungen zu halten. Doch bevor jemand reagieren kann, verwandelt sich das Bug mit einem magischen Wölkchen in eine kleine Hautscheibe und ist sechs Stehen in deiner Tasche. Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, zeigt der Schrein an, dass er nun voll funktionsfähig ist und dass von den Sparks zugewiesen werden können. Hat eine Kapazität mehr. Okay. Es sieht. Irgendwas erinnert mich dieses, wo immer gleicher, ähnlicher Satz. Kann mehrere Gegenstände tragen, werden sich als sicher wissen. Okay. Dieser immer gleiche Satz, der erinnert mich an irgendwas, erinnert mich der. Ich komme aber nicht drauf. Wenn ihr darauf kommt, woran mich das erinnern sollte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe noch 3 Sparks. Also die Maitöterjagd mit denen nicht so extrem effizient. Mal kurz mit dir hier. Dieses Korallengebirge-Gedöns gehen wir mal anders rein. Ich will jetzt hier noch ein bisschen erkunden. Noch mehr Truhen. Noch mehr Beute für den Irider. So langsam hat es sich als gut erwiesen, dass wir unser Inventar leer gemacht haben. Ja, aber jetzt können wir auch langsam zurückgehen, tatsächlich. Nach der Erkundungstour. Weil wahrscheinlich haben wir jetzt auch die nötigen Holzscheite und Kanthölzer produziert. Map. Wenn ich jetzt weiter in die Richtung gehe, komme ich zurück. Noch mehr Truhen.
yo, 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 yo. Yo im Zoo. Ja. Jetzt haben wir nämlich genügend Material, um mal die Logistik freizuschalten und dann können wir damit eine größere Produktionsanlage. Ja, es fängt an, sich langsam ein bisschen zu stapeln. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, lasst uns mal hier eins reinmachen, damit neues Bad produziert werden. Dann lasst uns mal die Dinge. Ah, wartet mal, deshalb brauchen wir zum Freischalten von irgendwas. Mal kurz die Freischaltung noch checken. Können wir noch nicht, aber das hier können wir machen. Zusätzliches Blatt und Sparkleiste. Ein Carry Spark, Quarz und ein Choppy Spark. Und eine Holzklinge. Baumrinde und Maitröterpanzer. Ein Lomi-Spark, ein Pingu-Szene und Düngemittel. Okay, wir können das hier können wir freischalten. Der Rest sind alles Dinge, die, glaube ich, weit entfernt sind. Aber ich habe genügend Holzscheite dabei. Ja. Nichtsdestotrotz werde ich mal hier neben den Mineneingang mal Sparkies bitte mal den Baum hier wegmachen. Kann ich hier noch was wegnehmen? Werde ich hier nochmal mit einem Lager bauen, damit ich mal ein bisschen mehr Zeug einlagern kann. Bauen, genau. Ja, das tun wir. Wie kriege ich denn? Ne, okay, hier, das ist schon zu nahe, wohl an Eingang. Machen wir hier zwei. Und ich brauche dazu Kanthölzer. Habe ich keine Kanthölzer dabei? Wäre nicht klug, wenn ich keine Kanthölzer dabei habe. So, eins, zwei. So, weil dann. Nee, kann ich irgendwie alle umlagern? Gegenstand verschieben, Shift. Hälfte nehmen. Nee, kann ich nicht. Ich meine hier gleichen Gegenstand zu verschieben. Genau. Gut. Nehmen wir die alle mal möglichst viel mit. Weil dann wird das hier unsere diese Holzablage. Hier machen wir mal das Holz rein. Schade, bestimmt nicht so ein paar Gegenstände auf Halde zu legen. Und hier machen wir mal das Zeug hier einfach rein. Vielleicht machen wir dafür auch nochmal ein neues Lager. So. Stein. Ein Crafty Spark. Und diese Blätter. Da habe ich die Verwendung noch nicht so ganz kapiert, aber ich tue es einfach mal hier rein. Also verbrannt. So. Wir haben wieder ziemlich viel. Das nehme ich jetzt nicht alles raus. Aber so, also die Sparks nehme ich mal mit. Ich könnte auch hier nochmal ein Fass hinstellen und dann das Fass. Damit es möglichst viele Sparkies erstellt. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Fass. Ich habe nicht genügend Holz. Das ist echt peinlich. So. Ein Fass. Ein Weg. Ein Spark. Und dann nehmen wir mal die alle hier raus und werfen sie mal einfach hier rein. Okay, das funktioniert wohl nicht. Schade. War eine Idee wert. Mal ein Versuch wert. Dann nehmen wir aber mal kurz nochmal Holzscheite mit. Dann nehmen wir hier auch mal kurz ein paar Kanthölzer mit. Gehen wir mal auf Questabgabe. Das sollte reichen, oder? Da kann ich auch gleich mal für die Omi ein bisschen füllen. Weil was braucht die Omi? Was braucht sie? Auf Erweiterung. 160 Kantholz. Okay. Gut, deshalb erstmal hier nochmal Kanthölzer rein.
Holzscheit rein. Abliefern. Sie nickt zusammen und übergibt ihr die Tele Blaupausen bereits im Einsatz. Ihre Lippen verziehen sich zu einem zufriedenen, stolzen Lächeln. Die sind sehr gut darin, Anweisungen zu befolgen. Zu gut mit der Kreuzung und dem Splitter blockieren sie sich manchmal gegenseitig. Vielleicht brauchen sie noch mehr Anweisungen. Okidoki. Ich habe ein paar Ideen. Baue Schilder, transportiere Kantholz, transportiere Holzbrett. Okay. Annehmen. Blocker und Gegenstandsfilter. Gegenstandsfilter hört sich auch sinnvoll an. So, was haben wir denn noch? Baue zwei Postmaschinen. Da muss ich tatsächlich noch eine bauen. Ah. Okay, das Ziel. Liefere Kantholz. Aber ich glaube, die Kanthölzer, da kann ich tatsächlich schon liefern, oder? So. Muss ich eigentlich nur eine Forstmaschine bauen? Da müssen wir vielleicht noch gar keine großartige Automation aufbauen. Lass mal sehen, was haben wir noch an Quests? Hier kann ich noch ein paar Kanthölzer bei Naomi abliefern. Ein Crafty Spark. Ich habe gerade keinen Crafty Spark, meine ich. Der Äther Express, Holzscheite, da kann ich auch schon mal. Aber wartet mal, 40 Ätherstücke. Die Holzstücke. Ah, ich sehe da auch, habt ihr das gerade gesehen? Das ist cool. Warte mal kurz. Ich will noch kurz den Äther holen. Nicht, dass der zu schnell da oben verbraucht wird, der Äther. So, hier ab, er wird ja einfach verbraucht. Iridas, ist halt auf der Viridas. Weil gut gemeint hat nicht funktioniert. Scheinbar in die Holzfässer können die Sparkies nur einlagern. Sparkies, Tor, noch ein Tor. Sparkies sind die besten. So. Bei Omi seht ihr hier. Jetzt sehe ich hier, was ich hier einliefern muss. Das ist gut. Ah, ich hätte gleich auch noch mehr Kanzhölzer holen können. Aber ich wollte jetzt hier. Genau. Ein Hoppelweber-Plüschtier bekomme ich auch anschließend. Mit einem einzigen Schlag sagst du, wow, die sind viel stärker, als ich erwartet hatte. Sie sehen so niedlich aus. Ich dachte nicht, dass sie so wirklich so viel anrichten können. Hier eine Kleinigkeit für deine Zeit. Okay, okay. Überspringen wir die Waldhoppelweber. Glaubst du, deine Sparks können einen Maitröter erlegen? Wie ich höre, gibt es in Wäldern in der Nähe des Dorfes nur die gutmütige Art, also sollten sie nicht zu gefährlich sein. Töte einen Maitröter, das hätte ich mal früher wissen sollen. Du solltest so viele Sparks mitnehmen, wie du kannst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Maitröter mehr als nur einen Schlag brauchen. Ich habe diese Rüssel bereits knochenbrechend sehen. Pass auf, dass du dich verletzt. Okay, ansonsten sind wir... wird mir die Omi von dir eine Sparkpauke halten. Jetzt schau mal kurz. Das erkennen wir schon. Ein mittelgroßes Stück unbearbeitetes magisches Material. Die Klumpen aus teilweise unverdautem Material, verdichteten Ätherstücken. Okay. Was haben wir hier eigentlich noch? Ah, hier haben wir noch die Erklärung. Alter voll funktionsfähiger. Okay. Sehe ich diese Schreine und was sie tun können. Bearbeitung. Ein Gebäude zur Weiterverarbeitung. Einfach Holzgegenstände. Damit werden Sparks aus dem Wald hergestellt. Forstmaschine. Das kennen wir auch schon. Ein Schild. Ah, dafür muss ich auch noch zwei platzieren. Ja, nee, dann machen wir doch mal noch eine Waldmaschine. Das ist so eine Holzmaschine. Genau. Hört sich gut an. Hört sich sehr gut an. Hey du, Internetmensch. Danke fürs Zusehen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Willst du mehr Videos von OddSpark sehen? Schau doch in die Playlist. Es gibt auch noch andere Videos in meinem Kanal, die du dir gerne anschauen kannst. Oder du folgst mir auf Twitch. Dort kannst du mir dann live zusehen.